Hallo meine Lieben, mein Name ist Sabine. Ich führe die Coaching-Praxis Herzbruch in Wien. Das ist eine Coaching-Praxis für Liebeskummer, die ich jetzt seit einigen Jahren bereits betreibe. Und heute möchte ich mal auf die Frage eingehen, gibt es überhaupt wirklich etwas, das man tun kann, wenn man Liebeskummer hat? Ich werde das immer wieder von meinen Klientinnen und Klienten gefragt, ob es denn überhaupt wirklich etwas gibt, abgesehen von Zeit, das dabei helfen kann, Liebeskummer zu verarbeiten. Und ich habe eigentlich immer dieselbe Antwort drauf, nämlich ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, ja, es gibt etwas, das du tun kannst. Die schlechte Nachricht ist, es braucht ganz viel Disziplin von dir. Liebeskummer zu verarbeiten hat über weite Teile ganz viel mit mentaler Stärke, mentaler Disziplin, mentalem Training zu tun. Und das ist auch ganz leicht erklärt, warum das so ist, weil viele von uns, wenn sie verlassen werden, weil meistens sind es ja die stärker leiden, viele von uns, wenn sie verlassen werden, beginnen mit ihren Gedanken zu kreisen, sich immer wieder zu überlegen, was habe ich falsch gemacht, was ist da überhaupt passiert, gibt es einen Weg zurück und so weiter. Bestimmt kennst du das, sonst würdest du dir dieses Video nicht anschauen. Das heißt, es ist auch oft so eine Ohnmacht über deine eigenen Gedanken, wie du denn damit umgehen kannst, dass du einfach permanent drüber nachdenkst. Jetzt ist es so, dass ich davon überzeugt bin, dass dieses permanent drüber nachdenken das Problem nicht besser macht. In den wenigsten Fällen findest du dadurch eine Lösung. Ich bin eher davon überzeugt, dass durch diese permanente Beschäftigung mit der Trennung du eigentlich Heilung verhinderst. Das heißt, was es für dich braucht, um in einem ersten Schritt oder vielleicht nicht in einem ersten, das wäre eine Spur zu früh, aber um generell damit umgehen zu können, ist Nummer eins die Entscheidung: Ich habe jetzt genug gelitten. Es darf jetzt auch mal aufhören. Nummer zwei, herauszufinden, wie du denn deine Gedankenkreise unterbrechen kannst, stoppen kannst. Ja? Und Nummer drei, ganz viel Durchhaltevermögen wirst du brauchen. Dann ist ein großer Schritt gemacht, wenn dir das gelingt. Und jetzt klingt das so easy, ich weiß aber, dass es das nicht ist, weil die meisten zu mir sagen, ja, okay, ich bin so weit, dass ich weiß, dass es genug ist und ich möchte auch aufhören damit, aber wie zur Hölle höre ich auf? Ja? Wie schaffe ich es, dass meine Gedanken nicht mehr permanent sich um meinen Ex-Partner, meine Ex-Freundin drehen? Ja? Und ich kann das sehr gut verstehen, dass das nicht sehr einfach ist, mir ging es genauso. Und es gibt dazu zwei Möglichkeiten, zwei Wege, die ich dir zeigen möchte. Und der erste ist mal, deine Gedanken von außen, extern zu unterbrechen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du Dinge, Beschäftigungen in deinem Leben suchst, die deinen Geist so fesseln, dass kein Raum mehr für etwas anderes bleibt. Was meine ich damit? Ich habe meine Kunden auch gefragt, wenn ihnen das gelungen ist, wie sie das gemacht haben. Ja? Die einen spielen Tetris, die anderen spielen irgendwelche Spiele auf ihrem Handy oder auf Konsolen. Das ist gar nicht so wichtig, wo. Aber Spiele, die sie einfach so fesseln, dass sie in der Sekunde aufhören, über irgendwas anderes nachzudenken. Manchen Menschen reicht es, wenn sie lesen gehen, sie gehen laufen, sie nehmen ein Bad, schauen sich einen Film an. Mir persönlich war das immer zu wenig, weil, keine Ahnung, wenn ich laufen gehe, kann ich trotzdem nachdenken. Wenn ich mir einen Film anschaue oder ein Buch lese, schweifen meine Gedanken trotzdem ab. Das heißt, was ich auch als sehr hilfreich empfunden habe, war, ich habe gelernt, Sudoku zu lösen, also Rätsel zu lösen, was ich vorher überhaupt nie gemacht habe. Und auch sehr schwer war am Anfang, aber das hat mir super geholfen.
beziehungsweise auch neue Sportarten zu lernen, Tennis zu lernen oder auch in Tanzkurse zu gehen, wo du einfach durch die permanente Beschäftigung mit Koordination und Regeln und vielleicht auch noch Musik so überfordert bist, dass es keinen Platz mehr gibt für irgendwelche anderen Gedanken. Such dir solche Momente in deinem Leben. Was fesselt deinen Verstand so dermaßen, dass es keinen Raum mehr lässt, um über deine Trennung nachzudenken? Wenn du das hast, bist du schon einen guten Schritt weiter, weil dann geht es nur darum zu erkennen, okay, ich denke schon wieder drüber nach, was mache ich jetzt? Zack, 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 zack. Am besten ist, du schreibst dir richtig eine Liste, was du alles tun kannst, damit du das dann schnell parat hast, bis sich das verselbstständigt. So. Jetzt sind das die externen Möglichkeiten, deine Gedanken zu unterbrechen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn dir das gelingt, bist du auf einem sehr guten Weg. Mir ist aber natürlich bewusst, dass du nicht immer aufstehen kannst und jetzt einen Tanzkurs besuchen kannst oder irgendwie dich anders beschäftigen kannst, weil weil du vielleicht gerade in der Arbeit sitzt oder sonst irgendwo unterwegs bist. Das heißt, wenn du wirklich gut bist und wenn es darüber hinausgehen soll, geht es darum zu lernen, deine Gedanken so zu steuern, dass du sie auch ohne externe Unterstützung unterbrechen kannst. Das heißt, dass du wirklich an den Punkt kommst, wie du, wenn du merkst, oh, ich denke schon wieder drüber nach, sofort einen Break setzen kannst. Dazu gibt es unterschiedliche Varianten, weil die Frage auch ist, was kommt dir hoch? Ich habe Klientinnen, die mir sagen, es sind weniger Gedanken, sondern Bilder, die ihnen aufsteigen. Denen empfehle ich dann immer, dann leg dir etwas drüber. Wenn dieses Bild angenommen, dieses Bild von deiner früheren Beziehung ist vielleicht einen halben Meter von dir entfernt und eher auf der linken Seite und so groß wie ein A4-Blatt in etwa, dann leg dir ein Bild von einem wunderschönen Urlaub, von einem schönen Erlebnis, an dem du alleine beteiligt warst, ja, oder deine Familie oder dein Hund, wer auch immer, aber nicht dein Ex, ja. Leg dir das drüber. Leg es vor dieses andere Bild. Mach es näher, mach es größer, dass es das andere einfach versteckt. Ich persönlich war eher auditiv veranlagt. Das heißt, ich hatte eher interessanterweise das Gefühl, dass ich die Stimme von meinem Ex-Freund gehört habe. Das heißt, was ich begonnen habe zu tun, ist, mir Musik drüber zu legen. Ich habe mir ein Lied gesucht, das mir einfach gut gefallen hat zum damaligen Moment, und habe das in einer Lautstärke drüber gelegt, die einfach alles andere ausgeblendet hat. Ja? Mein Tipp heute dazu, damals gab es das nicht, mein Tipp heute dazu wäre, ich glaube fest an ein Wunder von Gregor Meile. Das auch eine sehr schöne Botschaft für dein Unbewusstes hat. Es kann auch schon mal helfen, sich dieses Lied in der Endlosschleife übers Handy wirklich auch laut anzuhören. Also nicht nur das geistig reinzubrüllen, sondern es wirklich auch von extern reinbrüllen zu lassen. Ja. Also das heißt, finde Wege, in denen du trainieren kannst, deine Gedanken auch selbst zu unterbrechen, ohne dass du jedes Mal gleich aufspringen musst und laufen gehst oder ein Rätselbuch herholst oder sonst irgendwie was. Ja. Wenn du das schaffst, dann bist du einen ziemlich großen Schritt deiner Heilung näher gekommen. Weil es dir helfen wird, auch in Zukunft negative Gedankengänge leichter zu unterbrechen und zu unterbinden. Deshalb kann ich dir diese Thematik, mentale Stärke und Gedankentraining auch insgesamt nur wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ich habe auf meiner Website einen Kurs geschrieben zum Thema SOS-Liebeskummer, den ich euch auch gratis zur Verfügung gestellt habe. Du wirst mit diesem Kurs 7 Tage lang via E-Mail begleitet, wenn du gerade eine Trennung hinter dir hast oder auch egal wie lange die Trennung eigentlich her ist, aber wenn du noch Unterstützung brauchst, findest du das alles unter www.herzbruch.at. Wenn du
du Fragen hast oder dich auch von mir unterstützen lassen möchtest, schreib mir einfach. Du erreichst mich unter hallo@herzbruch.at. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen und dass diese Tipps für manche von euch zumindest hilfreich sein werden. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und viel Erfolg beim Umsetzen.